Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ihr seht, dieses Video fängt genau da an, wo das andere Video aufgehört hat, nämlich unten bei uns im Keller, beziehungsweise im Erdgeschoss ist ja ein Eckgrundstück. Und ich, also ein Hanggrundstück, so ist richtig. Und ich werde euch heute zeigen, die Sachen, die Maxim und ich gerne zukünftig noch sanieren wollen. Mal sehen, ob da ein Video ausreicht, aber ich denke mal, so die wichtigsten Sachen werden wir euch zeigen. Vieles ist Tatsache hier unten in dem, ja, es ist ja kein Keller, es ist ein Erdgeschoss. Da bin ich gerade, das werden wir uns anschauen. Wir gehen aber auch in die anderen Bereiche des Hauses, um dort auch nochmal ein bisschen zu gucken. Und ja, wir werden eine Menge entdecken, Freunde. Also es lohnt sich dran zu bleiben, den Kanal zu abonnieren und let's go. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, das erste, was ich euch zeige, ist hier unsere alte, große, 29 Jahre alte Gastherme. Das ist Tatsache etwas, wo wir aktuell schon am Suchen sind. Jetzt haben wir auch eine zweite Firma noch kontaktiert. Die wollen uns das austauschen. Wärmepumpeberatung hatten wir auch gehabt. Bei uns macht aber einfach eine neue Gastherme mit am meisten Sinn. Und das ist letztendlich die größte Baustelle. Und wenn ich die Kamera dann ein bisschen nach oben gehe, seht ihr schon diese alte Holzdecke. Auch die soll hier unten langfristig neu gemacht werden. Entweder streichen wir die einfach weiß. Das haben wir ja auch im Büro von Maxim gemacht. Das sah wirklich sehr gut aus. Oder wir hängen die nochmal neu ab. Aber das ist jetzt nicht so, sagen wir mal, nicht so wichtig, weil ja die Schränke auch dazu hier alle eingebaut sind. Das passt dann schon ganz gut zusammen. Aber das ist letztendlich so eine Erneuerung, die definitiv gemacht werden soll. So, ich habe mich jetzt mal in Maxims Badezimmer geschlichen, denn hier ist eine Menge zu tun. Das ist heute ein bisschen unordentlicher, ist aber nicht schlimm, denn wir sind ja quasi im Urlaubsaufbruch, beziehungsweise Maxim. Und ich zeige euch heute mal, was hier im unteren Teil gemacht werden muss. Also, wir fangen an. Im Hintergrund, ihr seht das schon, dieses Spülbecken. Ich drehe mal die Kamera. Dieser alte Waschtisch, Marke Eigenbau vom damaligen Eigentümer. Das könnt ihr schon sehen. Das ist hier irgendwie so in Holz eingelassen. Das geht alles nicht mehr richtig auf. Das ist ganz klein, dieses Spülbecken. Das bringt Maxim gar nicht viel bei seiner Kosmetik. Das ist wirklich ein Zustand hier. Das muss unbedingt ausgetauscht werden. Und wir gehen mal mit der Kamera nach oben. Wieder die alte Holzdecke, die in Maxims Büro schon weiß gestrichen ist. Ich glaube, das wollten wir tatsächlich noch dieses Jahr machen. Wir fragen Maxim gleich mal. Und dann gehen wir mal in die Dusche und da ist einiges zu erledigen. So, jetzt dürft ihr mal mit mir in die Dusche gehen. So sieht das hier aus. Und wir wollen dieses Rote und dieses Blaue hier weg haben. Und das kann man, wenn man das richtig grundiert hat und die Fläche eben gemacht hat, kann man das auch überfließen. Und das steht Tatsache noch an, dass wir diese Ecke hier überfließen mit denselben Fliesen wie oben im Bad. Dann sieht das nämlich einheitlich aus. Wir haben, ja, das muss gemacht werden. Das ist nicht mehr so zeitaktuell. Ich sage ja, hier unten im Haus ist wirklich eine Menge zu sanieren. Und das ist etwas, das muss gemacht werden. Hallo Maxim. Guten Tag. Ich dachte, ich komme mal in dein Büro. Ja, freue ich mich sehr. Muss hier was saniert werden? Eigentlich nicht. Alles? Nee, eigentlich nicht. Das habe ich ja letztes Jahr hier schon gemacht. Ja, du hast die Decke gemacht, ne? Ich habe die Decke gemacht. Ich habe die LED-Leiste installiert, dass ich ein bisschen Licht. Tageslicht habe. Und ich habe die dekorativen Wandlampen installiert. Oh, ja, die muss ich euch nachher auch noch zeigen. Ja. Die sind aber gar nicht an. Ach, nee, die sind nicht an. Funktionieren die nicht? Doch, natürlich funktionieren die. Schön. Ja, ne? Ja, tolle dekorative Wandlampen. Ja. Ja, ansonsten könnt ihr hier nochmal die Decke bewundern, die Maxim gestrichen hat. Und so sieht es halt dann aus, wenn man die alte Holzdecke einfach weiß machen. Das reicht. Also langfristig werden wir bestimmt die Decken auch austauschen. Aber so ist das völlig ausreichend. Und ja, das war jetzt erstmal der untere Bereich, Maxims Reich. Wir gehen jetzt mal hoch, das ist auch viel zu erledigen. Tatsache bin ich gerade die Treppen hochgegangen und dann habe ich diesen hässlichen Delfin hier gesehen. Unser schönes Mosaik. Auch das ist auf der Abschussliste. Nicht kurzfristig, eher langfristig, aber auch das ist wirklich nicht so schön. Aber echt nicht so schön. Aber es gibt hier kleine Fenster, die zeigen ins Wohnzimmer, also ins Esszimmer. Ich weiß nicht, dieser Delfin ist wirklich schon. Er ist halt so trashig, dass ich den schon wieder fast cool finde, oder Maxi? Nee. Hallo, du bist ja auch da. Hallo Schlafi. Geht's dir gut? Du bist immer so ein bisschen böse, ne? Ja.
Hallo. Ich bin jetzt im Wohnzimmer angekommen und zeige euch jetzt genau diese Wand. Denn das Interessante ist, dass diese Wand direkt unter meinem Büro ist. Und hier möchte ich dann die Klimaanlage installiert haben. Hier soll eine hin und oben in meinem Büro soll eine Klimaanlage hin. Und dann soll quasi dieser ja, Klimaschlauch hier runtergehen und dann hier auf der zweiten Terrasse, die ja später der Wintergarten werden soll, dann installiert werden. Und somit könnte ich mit einem Klimagerät zwei Räume klimatisieren. Das ist so der große Wunsch, sollte auch funktionieren. Und dann, ja, die Tapete, das sind so Kleinigkeiten, das ist noch so eine alte Raufasertapete, das soll natürlich auch irgendwann mal gemacht werden. Sieht halt alles nicht mehr so schön aus. Oh, erstmal Spinnweben da oben. Das wird ein wirklich lustiges Video. Ich zeige euch Dinge, die richtig hässlich hier bei uns im Haus sind. Wir gehen nämlich jetzt gleich weiter. Einmal in den Windfang. Der ist komplett holzvertäfelt. Und das ist wirklich, also das ist wirklich altbacken. Das wollen wir auch rausnehmen. Und dann haben wir uns überlegt, das klingt jetzt erstmal verwirrend, wenn man sich mit dem Gedanken noch nicht beschäftigt hat, wir wollen das alles fliesen. Also wir wollen da wirklich sehr helle, nicht Glanzfliesen, sondern matte Fliesen, große Fliesen, so ein bisschen mediterran haben wir uns überlegt, das haben wir uns dafür überlegt und das kleine Bad, das muss auch noch komplett gemacht werden. Und das sind dann erstmal so die größten Baustellen hier im Haus. Das Badezimmer oben, da ist ja schon die Badewanne ausgetauscht. Mein Büro, da zeige ich euch nur noch mal die Klimaanlagen, wo sie hin soll. Und das Schlafzimmer ist auch soweit gut. Also das sind so jetzt die größten Baustellen. Ihr habt jetzt wirklich so die kleinen hässlichen Ecken im Haus gesehen. Ist aber auch völlig in Ordnung. Ich glaube, jedes Haus, ich glaube, wenn man einmal fertig ist, fängt man wieder von vorne an. Das gehört einfach mit dazu. Und diese Erneuerungen sind ja keine Erneuerungen, die jetzt heute oder morgen passieren, sondern in den nächsten Jahren. Alles entspannt. Ja, und das ist der besagte Windfang. Alles komplett mit Holz verkleidet. Das ist halt wirklich so ein richtig alter Look, sage ich mal. Und das wollen wir halt komplett rausnehmen. Der ist nicht so groß, der Windfang. Ja, hier seht ihr noch ein bisschen Zeugs auf dem Schrank. Also das ist noch so eine kleine Baustelle. Der soll noch gemacht werden. Und ich zeige es euch mal, dieses Bad hier. Das ist auch noch nicht so, wo wir sagen, dass es perfekt ist. Hier sieht es schön aus und dann wollen wir den Boden quasi neu machen. Der passt halt einfach nicht mehr mit den Abschlussfliesen. Hier der Abschluss, schaut euch das mal an. Die Fliesen sind relativ neu, die Verkleidung und die Bodenfliesen sind sehr alt. Also das sieht auch nicht mehr so schön aus. Hier ist allerdings der kleine Waschtisch wirklich schön, der kann bleiben. Naja, und die Heizungsrohre müssen mal gestrichen werden. Also hier ist noch ein bisschen was zu tun. Aber das ist nicht der schlimmste Raum. Wenn man die Kamera so hält, ist es schon deutlich schöner. Wir haben im Übrigen hier die Fugen gestrichen, deswegen sieht das hier alles noch ein bisschen besser aus. Wir sind zurück in meinem Büro und jetzt gehe ich mal mit der Kamera nach oben. Zack! Und genau dort oben hin soll das zweite Klimagerät sein. Wir sind jetzt direkt über dem Wohnzimmer, damit man quasi beide Räume kühlen kann. Das wäre hier oben perfekt im Dach. Und das sind so jetzt die Erneuerungen, an die wir so gedacht haben. So, ihr süßen Mäuse, das war einmal so eine kleine Sanierungstour rund ums Haus. Jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick, was wir noch verändern möchten. Nicht müssen. Es ist alles nicht akut, außer die Therme, die Gasheizung, das ist nochmal ein akutes Problem, aber alles andere hier im Haus ist relativ entspannt. Das sind so schöne optische Dinge, die man nach und nach austauscht. Das ist alles nichts, wo es brennt. Brennt tut's in der Gastherme, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, hattet einen schönen Eindruck gehabt. Ich würde mich jetzt verabschieden, aber wir sehen uns ja schon bald wieder mit einem neuen Video. Und dann werde ich euch mal den neuen Sprudelwasserhahn erklären. Ich habe nämlich bei Instagram gefragt, ob euch das interessiert. Und die Abstimmung war so eindeutig. Da reden wir mal über den Wasserhahn. Und ich glaube, das wird sehr spannend werden, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und bis später. Tschüss.